Guten Morgen, Leute. Heute haben wir den 16. Wie man sieht, die Landesstraße ist wieder offen. Aber eben die Gemeindestraße wird eben in dem Zuge auch gleich geöffnet. Aber die Laminenkommission noch mal fliegen. Und dass wir nachher so einen Obersteinerhof auch noch aufmachen, weil die Lawine quert da oben die Gemeindestraße auch noch einmal. Die war jetzt da in den Ring zusammenschieben, die Riegel. Weil da eben auch eine Frage war, wenn ich das alles zu der Mauer schiebe, wieso da nachher nie nichts liegt. Das ist eben, weil so wie den Seitenwald da, den Raum und hat Opa mir ins Feld da. Und ja. Wir haben eigentlich mehrere kleine Deponien. Das so, dass man eigentlich kurze Strecken hat und da der Hauptplatz und das Zeug wird da. Wird da hergeschoben. Okay, der Böhler da. Der wird eben da hergeschoben und nachher vertragen oder mit der LKWs verviert, je nachdem wie viel ist. Ich sage nur Michael Speck. Und auch laut wird sie gehen. Was ist denn noch was gefragt worden? Ah. Wieso manche Infoten Raum und manche nicht? Alles, was nicht öffentliches Gut ist, sprich Gemeindestraße, muss in den Raum. Da ist der Grundbesitzer selber zuständig. Es besteht auch keinerlei Anspruch, dass man das raumt. Und da gibt es einige, die privater Natur sind, aber das wird halt noch halber am Schluss gemacht. Eben, wenn es mehr als schneit und die sieht, dass es keinen Sinn hat, dann braucht man halt gleich gar nicht, weil es salarisch ist. Dann ist so einige Fragen, wieso fräse das nicht einfach da auch ins Feld? Das hat den Grund, weil wir in Split im Frühjahr ja wieder zusammenkehren müssen. Der ist ja nachher zu entsorgen und so weiter. Das
Das ist das Einfachere und Schnellere. Meine Leute braucht das kleine Häufle da zusammen. Warm. Das will meine Lohne am Mist die ganzen Feldlängen machen. Ah, was gibt es sich da Neues? Ja, Lawine habe ich eh schon gesehen. Die Nacht haben wir leider mal ein kurzes Video, mal haben wir nicht drauf, aber im Einsatz brauche ich was anderes als wie eine Kamera. Nacht hat es also minus 8,5 Grad gehabt. Der Wind hat endlich einmal aufgehört. Er ist gestern eigentlich nur den ganzen Tag in der Höhe gegangen. Bonen Gamer, Werner Mann heißt er. Der Mann, der hat mir auch noch so. Der macht sowas. Wie heißt man dann das? Let's Plays oder keine Ahnung. Mann, wohl. Der spielt halt da. Auf den Landwirtschaftssimulator um. Das Spiel kennt man sogar da in Osterol. Spiel ist ja keins, es ist ja ein Simulator, ja. Ich spiel halt lieber Real Life. Da. Ah, genau. Ja, ich hab's eigentlich schon im letzten Video geschrieben. 9 Einsatzkräfte nochmal danke. Sieht man einfach, oder hat man wieder gesehen. Funktionierende Rettungskette ist auch und da. Und wenn das Ding nachher so glimpflich ausgeht, kann man nicht leider hinter den Kopf zusammenschlagen. Auf alle Fälle, wenn das Wetter jetzt einmal so stabil bleibt, dann war ich einfach einmal. Aber ich will Urlaub machen. Also will nach seinem Kind, wenn nachher nichts, einmal eine Woche oder zwei nichts mehr kommt. Weil normalerweise fängt bei uns Ende Jänner, Anfang Februar, der Winter erst so richtig an. Deswegen, da müsste ich dann nachher halt da weg. Deine Reserve nicht da. So, da, jetzt können wir mal die Leine aufmachen, da oben auf der Gemeindestraße.
So, na, schau mal aus. Aber warum nicht Telefon? Wieso? Der Philipp. Wo ist vorne? Ach so, ja? Hell. Ja? Einen technischen Rot. Ja. Ja, schade. Passt, alles klar. Ja, ja, ich bin ja halt in Urlaub. Passt. So. Der ist mal umgewachsen. Der Landschaftselement der Pflege. Die hier lang machen.
So hat dann die Lawine da von oben auf und unten ist eben der Weiler Poboyach. Einfach gleich Glück gehabt, kann man sagen.